Willkommen zurück zu Pokémon Chill! Wir sind hier stehen geblieben bei Professor Magnolika und Hopp will mit uns mal wieder kämpfen, deshalb let's go, kämpfen gegen Hopp! Yeah! Das wird cool! Weil Hopp stark und so, ne? Hab ich mich ja eigentlich genug umgeguckt? Ich glaube, hier war ich sogar noch gar nicht. In diesem Gartengebiet. Hier gibt es sogar ein Item! Ein Superball, nice. Superbälle sind etwas besser als Pokebälle, für die sich nicht mit Pokémon auskennen. Also lieber den Superball als den Pokéball verwenden, wenn ihr ein sehr besonderes Pokémon haben wollt. Und hier gibt es ein Secret. Das ist cool gemacht. Oh, TMs gibt es auch wieder. Gegenstoß. Der Anwender lädt die Attacke auf, handelt das Ziel von dem Anwender, da doppelt sich die Stärke der Attacke. Okay, cool. Also TMs sind einfach Attacken, die man Pokémon beibringen kann. In den ganz, ganz alten Editionen konnte man das nur einmal verwenden und auch nicht mehr verlernen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es genau andersrum. Du willst diese Empfehlung von Delian doch genauso sehr wie ich, oder nicht? Komm schon, kämpf gegen mich, Maike. Okay. Da warten schon alle. Soll ich jetzt einfach mit ihm reden? Ich will der allerbeste Trainer überhaupt werden. Aber dafür brauche ich diese Empfehlung, sonst wird das nichts mit der Arena-Challenge. Wir müssen Delian in diesem Kampf zeigen, was in uns steckt. Überzeugen wir ihn davon, dass wir das Zeug für die Arena-Challenge haben. Okay, let's go! Den Kampf zwischen euch zwei jungen Trainern will ich mir auf keinen Fall gehen lassen. Für mich ist jeder Kampf eine Chance, etwas Neues zu lernen. Nur so kann ich meinem Ruf als Delian der Unschlagbare gerecht werden. Liefert mir einen Kampf, der sich gewaschen hat. Lasst anständig die Fetzen fliegen, hört ihr? Okay. Jetzt geht die Legende von Hopp erst so richtig los. Und auch von uns. Ein krasser Kampf gegen Delian. Hopp meine ich natürlich. Delians Bruder. So, ja. Mit seinem Volley. Hat er jetzt mehrere Pokémon? Mehr als nur zwei? Wir haben auf jeden Fall mehr als zwei. Wir haben so ein cooles, cutes Memion. Bist du schon ein bisschen stärker geworden? Das werde ich gleich mal überprüfen. Ich bin definitiv stärker geworden. Ich kann leider nicht sehen, weil mein Bildschirm da nicht reicht, was über der Lebensanzeige steht. Deshalb muss ich immer auf OBS gucken. Wie viele Pokémon hat er? Drei. Okay. Das ist unser Team. Für die Leute, die zum ersten Mal zuschauen bekommen. Das ist unser Team bisher. Die drei sind richtig im Team. Die anderen drei, die sind nur, weil ich sie gerade gefangen habe hier. Und ich habe gesehen, dass es noch viele Pokémon gibt, die ich übersehen habe. Und dass Lutote das erste Kanto-Pokémon ist, was ich gefunden habe. Oder Kanto-Pokémon, das erste nicht diese Gen-Pokémon ist, was ich gefunden habe, ist schlechtes Glück gewesen, könnte man sagen. Denn anscheinend gab es in den ersten Routen auch noch ein paar Kanto-Pokémon, andere Gen-Pokémons und so. Also ja. So, aber das Volley, das kann uns gar nichts anhaben. Aquaquelle! Instant tot. Ich weiß gar nicht, ob ich OP bin. Mit Level 12 Memion, alle sind so Level 8, 9. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das ist nicht zu OP. Ansonsten können wir gleich tauschen. Nur gegen Hopplo würde ich gerne nicht tauschen. Ich glaube, ich bin echt ein wenig zu stark mit Memion. Die Musik ist nicht schlecht hier, aber leider höre ich sie halt nicht so gut. Aber ich denke, die ist ganz gut. Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon total vernichtet. Hopplo tot, oh nein. Und Level-Ups für Volley und Memion, nice. Vielleicht entwickelt sich ja gleich heute was in dieser Folge. Oh, Micro, okay, da wollen wir mal. Volley. Komm, süßes kleines Volley, das darf auch mal kämpfen. Juhu. Das wird knapp, aber solche Kämpfe sind genau unser Ding. Da kommt Micro. Anspannung. Okay. Ich finde, die Texte gehen etwas zu schnell weg, wenn man... Ich meine, wegdrücken, ne, das sollte noch möglich sein, aber wenn die dann nicht weggedrückt werden, dann sollten die etwas länger da bleiben. Weil ich kann es gerade nicht lesen. Das ging zu schnell weg. Egal. Ja, da kann doch gar nichts hier. Komm, Volley ist so ein Tank. Boom. Und fast tot. Nicht tot, natürlich. Besiegt man nicht, natürlich. Sterben wir nicht hier. Und da ist er besiegt.
Yes! Da ist er down! Und? Doing? Ja, fast gar nichts. Schade. Aber wir haben gewonnen! Was für eine Enttäuschung, aber wenigstens habe ich in dir eine würdige Rivalin gefunden. Tja, siehst du mal. Dabei hatten meine Würfel diesmal doch die perfekte Kurve und alles. Kämpfe sind echt nervenaufreibend. Als Gewinner rastet man vor Glück aus und als Verlierer vor Frust. Aber das ist schon alles okay so, denn im Endeffekt macht uns jeder Kampf stärker. Habe ich recht? Ja, sehe ich auch so. Was für ein Kampf! Maike, Hopp, Mia, mir fehlen die Worte. Damit habt ihr euch meine Empfehlung für die Arena-Challenge mehr als verdient. Juhu! Ein Empfehlungsbrief. Okay. Empfehlungsbrief. Ein Empfehlungsschreiben, das benötigt wird, um an der Arena-Challenge teilzunehmen. Danke, Delion. Ich schwöre, ich werde bei der Arena-Challenge voll durchstarten. Man merkt zwar, dass ihr noch jung und unerfahren seid, aber dieser Kampf war grandios. Glurak und ich sind noch immer völlig begeistert. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Wallah, shishi shir. Hopp, früher hatte ich oft das Gefühl, dass du dich zu sehr auf Nebensächlichkeiten konzentrierst. Wurftechniken für Pokébälle und andere Kleinigkeiten, die mit der wahren Leistung eines Trainers nichts zu tun haben. Aber nun scheinst du einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben. Dein Kampfstil ist auch unglaublich mitreißend, Maike. Davon will ich mehr sehen. Hast du das gehört, Maike? Lass uns ab sofort trainieren, was das Zeug hält. Versuchen wir, Delion zu übertrumpfen, damit einer von uns der nächste Champ wird. Ich bin dabei! Klasse, mit einer Rivalin wie dir fällt mir das Training gleich viel leichter. Was zum... Ein Komet? Hä? Was? Einfach mal nehmen. Hey, Maike, schau dir das mal an. Ist das nicht ein Wunschstern? Nein, das sind sogar zwei Wunschsterne. Hier, den kannst du haben. Dankeschön. Ein Wunschstern, was macht man denn damit? Ah, das ist doch dieser Stein, den man in... letzte Folge auf jeden Fall gesehen haben. Ne, vorletzte sogar. Folge 2. Folge 2 haben wir das gesehen, das Ding. In diesem Labor. In Gala verstreute Steine, denen eine geheimnisvolle Energie innen wohnt. Es wird erzählt, Wünsche gingen in Erfüllung, wenn man sie aufsammelt. Okay, wahrscheinlich irgendein Item für ein paar bestimmte Pokémon, I guess. Sowas wie der Mondstein halt, schätze ich mal. Mit so einem Wunschstern kann man Pokémon Dynamaximieren. Ach so, oh. Dadurch werden sie riesengroß. Also anstatt, dass es jetzt so diese Needs gibt, für spezielle Pokémon gibt es einfach nur diesen Wunschstein. Stern, Stein, was auch immer. Oder wie? Das ist ja ein Ding. Es heißt, Wunschsterne landen nur vor Menschen, die einen ungewöhnlich starken Wunsch heben. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. Ich will der Allerbeste sein. So, jetzt habe ich es dir dreimal gewünscht. Jetzt geht mein Wunsch bestimmt in Erfüllung. Er ist aber nicht in den Spiegel geguckt. Hopp, Wunschsterne zählen zu den wertvollsten Schätzen, die man in Gala finden kann. Aber so wirst du ihnen ihre geheimen Kräfte sicher nicht entlocken. Würdet ihr beide mir die Wunschsterne für eine kurze Weile überlassen? Ach stimmt, sie sind ja Spezialistin in Sachen Dynamax. Ganz ehrlich, für Maike und mich wäre es einfach das Größte, wenn wir unsere Pokémon Dynamaximieren könnten. Haha, versteht ihr? Das wäre das Größte. Erst begegnen wir im Schlummerwald diesem merkwürdigen Pokémon und dann fallen uns sogar zwei Wunschsterne direkt vor die Füße. Das waren bestimmt Vorzeichen, dass uns etwas ganz Großes bevorsteht. Eins nach dem anderen, junger Mann. Spar dir deine Energie lieber für morgen, wenn deine große Reise beginnt. Oh. Was ist denn hier los? Ihr seht ja vergnügt aus. Da kommt man gerne nach Hause. Er ist doch noch mit uns zu Abend, oder? Ich bin vor kurzem auch auf den Curry-Trend aufgesprungen, falls ihr mal kosten wollt. Der Curry-Dex? Der Sound ist immer noch etwas seltsam, finde ich. Aber okay. Endlich ist es morgen! Jetzt kann das Abenteuer losgehen! Guten Morgen, ihr Frühaufsteher. Sag mal, Rob.
Du hattest doch erwähnt, dass ihr irgendeinem merkwürdigen Pokémon begegnet seid, oder? Kannst du mir etwas mehr darüber sagen, so? Was war denn da los? Maike hatte im Nebel gegen irgendein Pokémon gekämpft, mehr weiß ich auch nicht. Ich bin nach einer Weile bewusstlos geworden und kann mich an so gut wie nichts erinnern. Und da Maike ja nie irgendwas sagt, Pokémon spielen, wird sie wahrscheinlich auch nicht helfen können. Na toll. Schau mal, ich hab hier etwas für euch, Maike und Hopp. Hat die so einen Habitak-Stab? Oder was war das? Oh, ein Mega-Ring! Ich meine natürlich, du hast ein Dynamax-Band von Professor Magnolika erhalten und ist sofort angezogen. Dynamax-Band. Wenn man sich in der Nähe einer Energiequelle aufhält, leuchtet der darin eingearbeitete Wunschstern auf und ermöglicht die Dynamaxisierung von Pokémon. Aber nicht nur das, auch noch mehr, aber dazu später im Spiel. Das sind Dynamax-Bänder. Darin sind die Wunschsterne verarbeitet, die ihr gestern Abend gefunden habt. Wow, danke, Professorin. Ich werde verrückt. Das sieht ja genauso aus wie das von meinem Bruder. Damit kann ich meine Pokémon jederzeit Dynamaxisieren, stimmt's? Eins nach dem anderen, junger Mann. Ich kann deine Begeisterung für das Dynamax-Phänomen ja nachvollziehen. Immerhin lässt das Pokémon riesengroß werden. Aber ganz so einfach ist das nicht. Erst müssen einige wichtige Voraussetzungen erfüllt werden. Zuallererst solltet ihr herumreisen und euch mit so vielen Pokémon vertraut machen wie möglich. So fühlt ihr auch im Handumdrehen den Pokédex. Endlich ist es soweit. Jetzt kommt die Legende von Hopp so richtig in Fahrt. Komm, machen wir ein Wettrennen bis zum Bahnhof. Maike, fertig, los! Okay. Gibt's sonst noch was? Jetzt können wir uns hier frei herumgucken. Herumschauen, was auch immer. Hi! Damit Pflanzen gedeihen, muss man sich nach ihren Bedürfnissen richten. Man darf nicht den Fehler machen, ihnen seine eigenen Wünsche aufzuzwingen. Eine lieblich duftende Pflanze. Bei Pokémon kommt sie bestimmt auch gut an. Okay. Ja, das meiste ist eh gleich. Die meisten Texte. Oder? Oder manche Sachen sagen auch nichts. Wenn dir gerade kein Feuer brennt, nutzt. Ja, okay. Ist eine Zeitung, kann man die lesen? Das finde ich schade. So, solche Details kann man aber dann nicht irgendwie interagieren mit. Das ist irgendwie etwas schade, aber ich finde, die Häuser sehen alle richtig cool aus. Richtig gut gemacht. Ich frage mich, was es mit diesem merkwürdigen Pokémon aus dem Schlummerwald auf sich hat. Irgendwie lässt mir das keine Ruhe. Kann ich verstehen. Mir lässt das auch keine Ruhe. Zuallererst sollt ihr auch rumreisen und euch mit so vielen Pokémon... Achso, das ist das gleiche. Okay. Was haben wir hier? Bücher. Hier stehen eine Menge Bücher, die alle sehr anspruchsvoll aussehen. Ein paar wurden sogar von Professor Magnolika selbst geschrieben. Okay. Interessant. Hübsches Zimmer. Eine Rundbürste und ein Föhn wurden hier einfach abgelegt. Ich wette mal, hier wohnt die Assistentin? Neben Wissenschafts- und Modemagazin stehen hier auch ein paar alte Bücher. Ja, ich denke mal schon. Dieses Make-up-Set ist gerade sehr angesagt. Soll ich da schon mal was spoilern? Ich lasse es lieber. Hier hängen einige Skizzen und Fotos. Krass. Okay. Nicht so viel, wie ich gedacht habe, aber muss auch nicht sein. Da haben wir so schon neue Dinge gelernt hier. Okay. Hey Maike, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Dich hat sicher auch schon im hohen Gras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Ah, dafür ist das Pfeifen da. Okay. Ich dachte schon, warum gibt es Breath of the Wild Pfeifen hier? Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. Naja, ich weiß schon. Und übrigens, ab jetzt zählt Zweike. Wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Oh, verdammt. Okay, müssen wir uns beeilen. Wenn wir beide den Brassbaby-Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Ach, jetzt müssen wir uns mit dem Bahnhof. Oh, okay. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Naja, ich weiß schon. Der soll jetzt funktionieren. Deutsche Bahn endlich angekommen. Cool. Okay. Langsam. So langsam ist das langsam. Wir pfeifen mal, würde ich sagen. Die kommen auf mich zu. Okay.
Kommt da nicht mal so ein Pokémon, was ich bräuchte? Was ich noch nicht habe? Ich will eigentlich nur Pokémon haben, die ich noch nicht habe. Fangen, die ich noch nicht habe, so meine ich. Ändert sich hier die Kamera? Okay, das ist schade. Hier hätten die die Kamera ändern müssen. Finde ich. Okay. Ah, nee, egal. Lassen wir es mal. Auch nicht so wichtig. So, rennen wir wieder zurück zur Stadt, die ich den Namen vergessen habe. Super. Was gibt's hier so? Manchmal sieht man die Pokémon auch gar nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ich habe viele Pokémon anscheinend übersehen. Und hey, Voldi! Einfach so! Warum ist Voldi einfach so auf dem Weg? Hä? Was machst du hier, Voldi? Ich will Voldi mal fangen. Den haben wir ja noch nicht in unserem Team. Ich werde nicht nur fangen, weil ich meinen Pokédex haben will. Ich habe das Gefühl, ich spiele viel zu viel Memmion. Wenn ihr wollt, dass ich das nicht mache. Ich kann nicht so viel. Tipps kann ich allgemein von den Kommentaren nicht sehen, weil ich ja alles im Voraus aufnehme, weil ich das Spiel durchsuchten will. Und auch wegen anderen Gründen, die ich noch nicht sagen will. Schmeiß mir mal ein Pokéball in der Hoffnung, dass das klappt. Yeah! Oh, ich dachte gerade, er will nicht. Also die Spannung, die wird immer hochgehoben. Das finde ich cool. Mauzi, Level 9. Yahoo! Irgendwann müssen sich doch Pokémon wie Memmion mal entwickeln, oder? Oh, nee, noch keine Spitznamen. Ich weiß nämlich gerade keine. Okay, wen wollen wir raustun? Ich würde sagen... Klepp die Fuchs. Zack. Okay. Aber wir können auch hier lang, ne? Ist das eine Abkürzung hier? Was ist das? Was? Lypsikum! Lypsikum eröffnet dir jede Menge verschiedener Kommunikationsmöglichkeiten mit anderen Spielern. Was? du kannst Pokémon tauschen, an Pokémon-Kämpfen teilnehmen und vieles mehr. So gibt es immer etwas zu tun. Wenn ich während deines Abenteuers über Lypsikum Sticker erreichen, bedeutet das, dass jemand über die Kommunikationsfunktion versucht, sich mit anderen zu verbinden. Drücke den Y-Knopf, um zu sehen, wer online ist. Okay, interessant. Über Lypsikum kannst du stets mit Spielern mit deiner Nähe kommunizieren. Wenn du aber den Plus-Knopf drückst und dich mit dem Internet verbindest, kannst du auch mit Spielern auf der ganzen Welt kommunizieren. Wenn du einen Sticker auswählst, auf dem die Umrisse eines Pokémon zu sehen sind, kannst du zusammen mit anderen Trainern gegen Pokémon antreten. Okay, check ich jetzt noch nicht so ganz. Was ist das für ein Bild da? Das bin ich gar nicht. Warum ist da so ein Typi da? Ich habe einen Voldi gefangen, okay. Profil? Was ist denn das hier? Oh! Die ist cute. Wen gibt's denn noch so? Oh, ist das Spoiler, oder? Ich weiß nicht. Sorry, falls das ein großer Spoiler ist für manche. Oh, Memmion ist aber cute. Aber ich nehme mal sie, weil ich finde sie einfach vom Aussehen her ganz nice. Habe ich jetzt ausgewählt? Die Göre? Ja, ich glaube schon. Interessant. Vielleicht könnt ihr mir etwas mehr darüber erzählen. Ich bin noch nicht ganz vertraut damit. Ich guck mal, dass ich vielleicht ein wenig was Erfahrung bringe von dem. Oh Gott, lass mich bitte in Ruhe. Lass mich bitte alle in Ruhe. Ich bin eh schon zu OP. Und deshalb würde ich auch sagen, nicht in den Pokédex. Sensekt, okay. Sondern ich würde gerne hier Pokémon austauschen, weil mein Memmion zu stark ist. Mit Wolli gerne. Mauzi können wir auch noch vielleicht nächste Folge oder so benutzen. Was ist denn VS? Victory Station! Die Daten der Spieler, denen du über die lokale Verbindung beginnt bist, werden auch gewertet? Ist das sowas wie die Kampfkamera, ne? Die hieß doch so. Ist das sowas? Weil das Icon da gerade hat mich so an die Kampfkamera erinnert. Aus anderen Gens, wo man die Kämpfe von anderen Spielern speichern konnte. Und dann sich immer wieder anschauen konnte. Das war cool. Hallo. Okay, ich glaube, hier ist aber bisher da nichts Neues. Und ich weiß nicht, findet ihr das nervt euch so? Dass da unten links irgendwas steht. Ich weiß auch nicht, wie ich das ausstellen soll. Wenn das überhaupt geht. Ich lasse es erstmal kommen. Der Bahnhof ist da drüben, Maike. Nein, echt? Geht mir so ein wenig auf den Sack, aber ist okay.
Noch. Ist ja noch der Anfang, da ist es noch okay. Aber bitte sag mir nicht, der verfolgt mich jetzt das ganze Spiel über. Das wäre echt kacke, du. Das wäre tatsächlich echt kacke. Okay. Guten Morgen. Ja, natürlich. Ja. So, und ich mache jetzt einen richtigen Big Brain Move. Und zwar werde ich einfach die Pokémon, die ich nicht in meinem Team habe, sondern zum Beispiel die drei hier, einfach jetzt in die Box packen. Oh, ich finde es gut, dass man nicht mehr sagen muss, nee, ich will nur bewegen und nicht irgendwie rein oder nur raus oder sowas. Man kann jetzt alles auf einmal, das ist super. Hab mich immer genervt. Okay, so. Big Brain, weil jetzt kriegen nur die drei Erfahrungen und wenn ich nicht mit drei weiteren teilen muss, dann kriege ich ja für alle mehr Erfahrungspunkte. Für die, die ich nämlich Erfahrungspunkte geben möchte, so gesehen. Das ist ein richtiger Big Brain, Alter. So, ich habe ja gesagt, dass das hier nicht so geil ist hier. Also damit meine ich halt diesen Laden hier in dieser Stadt. Ich finde den einfach leer. Ziemlich leer. Oh nein, 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 nein. Ich muss nach rechts drücken. Okay, die Steuerung ist nämlich seltsam. Muss ich noch mit zurechtkommen. Ich muss gucken. Vielleicht kaufe ich ja doch was, damit es nicht so langweilig wirkt. Aber ich glaube nicht, dass ich das tun werde. Akani. Oh, ja, moin, wie viel? 30.000? Okay, nee, ich lasse es. Ich lasse es fürs Erste. Ich guck mal vielleicht demnächst, aber bisher bin ich noch nicht begeistert von diesem Shop. Sorry, ich hoffe, die nächsten werden besser, weil das Spiel soll ja sehr, sehr gut sein mit den Customizen. Oder? Und Maike, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe hier gerade ein bisschen, ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein, mein neues Ass im Ärmel, das wollte ich sagen, genau. Und wie viele neue Pokémon hast du? Aha, eins. Dann sind wir ja gleich auf, Rival. Ich habe mir richtig viele coole Pokémon geschnappt. Wie viele hast du dir geschnappt? Eins. Oh, dann haben wir die gleiche Anzahl. Sternschauer bekommen wir dafür, okay. Ich bin allgemein nicht so jemand, der TMs benutzt. Verschießt Sternfügung bestreuen, die steht Strafen auf gegnerische Pokémon. Hier, nimm das eine TM. Mit der kannst du deinen Pokémon so ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Neuerdings. Diese TM hier habe ich übrigens mal von Delion geschenkt bekommen. Sie enthält die Attacke Sternschauer. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen. Wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Engine City. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. Jojo. Let's go. Moment, ihr beiden. Mom? Mom, was machst du denn hier? Als du Hoplo von Delon geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolika hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir für euch aufbewahrt, weil wir wussten, dass ihr irgendwann mit 10 Jahren einfach uns verlassen würdet. Das sind Camping-Sets. Nice, das wird das Camping endlich erklärt. Juhu. Camping-Set, so gesehen Pokémon Army. Mit diesem Set ist es möglich, in der Naturzone sowie an anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Den Curry-Decks werden wir auch vollfüllen, vielleicht. Mit euren Partnern-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom. Freu dich doch einfach darauf, dass ich der nächste Champ werde. Das wird doch cool. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Jay, lass mal vor. Das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Hop, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Bis bald, Mama. Okay, dann mal los. Aber jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Komm, brechen wir auf, Maike. Yeah. Busticket bezahlt, hoffentlich. Let's go. Oh, wie cool. Das ist cool. Rund um Engine City erstreckt sich die Naturzone. Wusstest du das? Naturzone? Die Naturzone ist total cool. Da streifen die verschiedenen Pokémon durch die Gegend. Oh, cool. Außerdem kann man da auch campen und angeln und total aufregend. Geil.
Das sieht richtig nice aus. Und die Sequenz ist auch richtig cool hier. Hey, ich freue mich, ich bin gehypt. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Ancient City. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge. Eine Herde Wolli blockiert gerade die Gleise. Hier ist also leider erstmal Endstation. Ach, so ein Dreck! Glück im Unglück, würde ich sagen. Wie meinst du das? Na, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder, Michael? Ja, weiß ich. Genau, wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Aber hier gibt es keine neuen Pokémon, glaube ich. Nur die alten. Aber ist auch nicht so schlimm. Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? Ich wusste es. Du hast mit Evoli als Partner ein Let's Go-Abenteuer bestritten, oder? Ich hoffe, du nimmst auch dieses Evoli mit auf dein Abenteuer. Oh, okay, danke, I guess. Und da ist ein Wolli gerade. Ich habe ein Evoli bekommen. Ist es das Evoli aus Let's Go? Evoli. Leute, Evoi ist back aus Let's Go. Jui. Evoi. Yeah. Das Evoli, das ich dir gegeben habe, ist etwas ganz Besonderes. Versuch es mal zu dynamaxisieren. Mal schauen. Ist genauso wie Mauzi, dass wir es erstmal ins Team behalten, aber später wechseln werden. Nanu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Pikachu auf Reisen warst? Nee, da muss ich mich geirrt haben. Schon gut, vergiss es. Mann, ich wollte das Pikachu. Das Pikachu ist viel cooler. Finde ich. Meine Kinder geben Trainern, die ein Let's Go-Abenteuer bestritten haben, ein Geschenk. Aber was ist ein Let's Go-Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Was ist dieses Meme? Seltsam. Internet ist so seltsam. Quiekel. Je weiter du in die Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du dort begegnest. Wenn du im Kampf Schwierigkeiten hast, dann benutze einfach eine Pokepuppe. Danke? 5 Stück? Das muss schon was bedeuten, oder? Egal wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Arena-Challenge immer weitere Fortschritte machst und Ohren sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Okay. Willkommen beim Pokémon-Supermarkt. Okay. Jetzt kann man ja auch Pokébälle kaufen. Okay, nein, danke, brauche ich nicht. Ah, wir können wieder zurückfahren, wenn wir wollen. Okay, hier können wir ein Ticket buchen. Oder haben ein Schokoticket und können einfach sagen, wo wir hin wollen. Okay. Was sind das für Strahlen? Oh Gott, das wird ein riesengroßes Gebiet, bevor wir bei Ancient City sind. Uff. Und hier sind wir. Und ich kann hier lang und die Kamera ist kacke hier. Super. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Jo, dankeschön. Blimp. Ich würde auch sagen, wir gucken mal, was unser Evoli so kann. Unser Evoli. So cute. Zack. Ich will mal sehen, was das so kann. Hallo. Schau mal. Ja, ich hab's gesehen. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Ancient City, da müssen wir hin. Ist noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Wie viele Pokémon wir wohl begegnen werden, bevor wir die Stadt erreichen? Hey, da ist der Sanya. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gejagt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Das hat die Professorin gesagt? Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht nicht mehr aus dem Kopf. Ihr könnt versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Und ich könnte es auch versuchen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So bekomme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder ans Angeln zu gehen und ein wenig zu campen. So, ich grase jetzt erstmal diese roten, leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon.
Wo? Was? 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 Ein weiteres Kapitel der Legende von Hopp beginnt! Tschüss! Ich hoffe, Hopp weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon Dynamaxisieren. Vergiss das nicht! In der Naturzone findest du ja und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du das auch wirklich schaffst. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Eine Pokémon-Box? Was? Okay, was mache ich damit? Pokémon-Box ermöglicht jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen im Pokémon-Center, um Pokémon abzulegen oder ins Team aufzunehmen. OP? Pokémon-Box! Du kannst die Pokémon-Box dazu verwenden, auf deine PC-Boxen zuzugreifen. Sehr, sehr OP ist das hier. So kannst du die Pokémon aus deinem Team mit Pokémon aus den Boxen austauschen. Wähle im Spielmenü Pokémon aus und drücke die R-Taste, um auf deine PC-Boxen zuzugreifen. Ich hoffe, das ist deaktiviert in der Liga, weil das wäre sonst ultra OP. Das ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du... Ja, das haben wir doch schon praktisch, oder? Schreib dir noch so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle deinen Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone mit dir, das Abenteuer ruft. Jojo. Aber erst in der nächsten Folge von Pokémon Schild.